So, wir starten die Aufnahme direkt mit einem Skit. Kratos, ihr Blick ist furchteinflößend. Ja, ist irgendetwas passiert? Nein, ich bin so wie immer. Du lügst! Jeder kann sehen, dass du über etwas sehr wütend bist. Ich bin nicht wütend. Es tut mir leid. Bitte lasst mich eine Weile allein. Irgendwie hat ihn diese ganze Sache in der Menschenfarm mehr zugesetzt, als ich dachte. Aber warte mal, ich muss gerade mal selbst ganz schnell gucken. Ja, das hat mir geheimnisvolles Siegel. Ja, das, da kommen wir ja noch nicht rein. Boltzmanns Buch ist auch im Turm des Mana. Genau. Jetzt frage ich mich aber, ich erinnere mich noch dunkel daran, dass sich die Orte auch immer mal verändern, wenn man später wiederkommt. Jetzt frage ich mich, gibt es noch was in Luin zu entdecken? Und gibt es noch was in Asgard zu entdecken? Ich würde sagen, dann ich schaue jetzt mal in Luin vorbei, weil es auf dem Weg liegt. Dann in Asgard. Und dann... Ja, was dann? Das ist die Frage. Dann reiten wir nochmal zur Menschenfarm, würde ich sagen. Und gucken, ob wir diesen Block bewegen können. Nein, nein. Iss mich nicht. Aus welchem Film war das nochmal? Ach was. Ich weiß überhaupt nichts über Mama, die Ex-Fears. Ja. Werde ich irgendwann nicht mehr, ich weiß es nicht, sagen müssen? Unwissenheit ist kein Verbrechen. Ein Verbrechen ist es, selbstgefällig in seine Ignoranz zu verharren und keine Scham darüber zu verspüren. Menschen sind zu schwach, um alles wissen zu können. Ja, yeah, ich vermute, du hast recht. Aber ich hasse meine Unwissenheit trotzdem. Ich schäme mich, dass ich nichts über meine Eltern weiß. Deine Eltern sorgten dafür, dass es dir gut geht. Auch wenn du nichts über sie weißt, deine Sicherheit genügt vollkommen und völlig. Ob du damit recht hast? Ich hoffe es. Ach man, Leute. Irgendwie ist die Stimmung in der ganzen Gruppe so ein bisschen gedrückt, ne? Kratos ist schlecht drauf, Lloyd ist traurig, Colette geht ja insgesamt nicht so gut. Jetzt reite ich extra an Luin vorbei und wollte doch nach Luin rein. Sieht man da eigentlich was in der Vorschau? Nee, ich glaub nicht, ne? Ob die Zerstörung meine ich jetzt. Nee, ich glaub aber... Nee, hier war ja die Brücke kaputt. Aber ich glaube, wir finden hier nichts weiteres. Und da wird nur der... Ach was, das ist der Händler? Oh je, was soll ich machen? Der Pfad nach Hima ist viel zu gefährlich. Doch die Kinder sind hungrig. Und ach komm. Ja. Vielen Dank, ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Wenn ich neue Vorräte habe, kehre ich sofort wieder nach Luin zurück. Ich bin zwar besorgt wegen des Rückwärts, aber naja, wird schon werden. Na toll. Ich bin einfach zu herzensgut. Okay. Dann machen wir den Weg nochmal. Boah, ich sehe hier. Das Problem ist, ich sehe ja die Viecher so schlecht. Und dann. Ja, dann. Ich denke, dann werden wir... Ja, was machen wir dann? Habe ich ja eben erzählt. Wenn ich mich noch selbst daran erinnern kann, wäre es super. Du kleiner Bastard, ne? Du kleiner Bastard! Ach Gott, was zum Teufel ist das? Schon wieder dieses Hühnchen. Au! Aua! Autschen. Au, wer macht das? Sind das die Viecher? Autschen. Bam. Gib nicht so an, Leute.
Ich sage es immer wieder, gib bloß nicht so an. So, ich möchte mal kurz nach Asgard. Denn vielleicht ist da was passiert. Wahrscheinlich, bei meinem Glück, wird es genauso aussehen wie Luin, einfach nichts anders. Aber manchmal passieren doch Dinge. Es passieren Dinge. Um mal überhaupt nicht kryptisch zu reden. Es passieren Dinge. Naja. China steigt behäbig ab. Achso, ich dachte jetzt, kommt eine Cutscene. Es wirkt ein bisschen wie eine Cutscene. Warte mal, haben wir hier schon mal drin übernachtet? Einfach mal so. Oh, warte mal, ich nehme nicht direkt das allererste. Vielleicht, warte mal, wir haben in den großen übernachtet. Aber hier war noch irgendwo doch noch ein kleineres. War das nicht hier, ja. Mal gucken, ob wir hier auch irgendeinen Skit oder eine Cutscene oder so bekommen. Hallo. Na komm. Ich glaube nicht. Schade. Deswegen versuche ich jetzt andauernd in allen möglichen Gasthäusern zu schlafen, weil ich immer hoffe, es gibt vielleicht noch ein paar Skizzes. Oh nee, nicht wie gestern, bitte. Ja, gestern habe ich diese Chaos-Aufnahme gemacht, wo das Spiel immer mal wieder rumgezuckt hat. Hoch. Ach, okay, ich dachte. Ach was, na, das ist Colette, die Auserwählte, die Welt retten wird. Ich verspreche dir, dass ich die Welt retten und jedem Frieden bringen werde. Wahnsinn, die Auserwählte ist sehr reif und entschlossen. Sie ist wahrlich göttlich, meinst du nicht auch? Oh ja, das ist sie, Colette! Hey, sie geben immer noch vor, sie wären wir. Ich sagte, spendet für die Reise der Auserwählten. Bitte, wir brauchen die Unterstützung von euch allen. Verdammt, hört auf! Das reicht jetzt, ihr Betrüger. Was, wen nennst du Betrüger? Es ist schon in Ordnung, Jim. Wenn wir die Reise zur Welterneuerung beendet haben, werden es auch diese Leute verstehen. Die Auserwählte ist so mitfühlend. Hey du, sprich nicht so über die Auserwählte. Colette, zeig mal deine Flügel. Klappe! Das sind Hochstapler, die Regierung von Pamacosta betrogen und das Buch der Erneuerung entwendet haben. Ihr seid diejenigen, die wir mal in Pamacosta getroffen haben. Das ist noch gar nicht so lange her, Mädel. Ihr dürft diejenigen, die unsere Retterin, die Auserwählte, beleidigen, keinen Glauben schenken. Genau, wie können sie die Auserwählte... Oh, sorry. Wartet alle zusammen, beruhigt euch und denkt doch einen Moment lang nach. Würde die mitfühlende Auserwählte, die Welt retten soll, Geld von Leuten verlangen? Annehmen, die unter den Designs leiden müssen? Was? Sag nicht sowas! Rain, du bist es! Bitte wartet. Rain war es, die das Monster auf der Steinplattform erledigt hat. Diese Stadt sollte ihr dankbar sein. Sie würde nicht einfach Dinge erfinden. Jetzt, wo du es erwähnst, sie wäre auch die letzte Ritualtänzerin. Ach so, wenn ich es mir so überlege, dann sind diese Auserwählten und ihre Gruppe Hochstapler? Das sieht nicht gut aus. Nichts wie weg hier. Ja. Wie süß. Ah! Dieser Idiot, lass ihn hier. Großer Bruder! Schnappt ihn euch! Wie gemein. Bitte, hört auf. Geht es dir gut? Ich... Bist du verletzt? Mir geht's gut. Gibst du das Geld zurück, das du von den Leuten bekommen hast? Oh, okay. Du darfst die Leute nicht mehr um ihr Geld betrügen. Bitte sag das den anderen auch. Ich werde nicht festgenommen. Nein, du kannst zu deinem großen Bruder. Seid ihr einverstanden? Ja, also gut. Mach, dass du wegkommst. Du bist freundlich, hübsch und eine nette Person. Ich mag dich. Ich werde dich nicht vergessen. Ach, wie süß. Hier, bitte. Da ist euer Geld. Gut. Ich bin aber überrascht, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten in der Welt herumreist. Natürlich, weil unsere Colette die echte Auserwählte ist. Was? Möchtest du auch Geld von uns? Es spielt keine Rolle, wenn ihr es nicht glaubt.
Seht euch das Juwel an ihrer Halskette an. Das ist das Juwel des Mana, das in alten Manuskripten beschrieben wird. Nur die echte Auserwählte kann es tragen. Das kann nicht sein. Dann ist dieses Mädchen die echte, Splitzmerker. Dann seid ihr die Begleiter der Auserwählten. Ja, so scheint es. Oh nein, wir haben es nicht gewusst, aber das ist keine Entschuldigung für unser unhöfliches Verhalten. Bitte kommt in mein Haus. Nein, das ist schon in Ordnung, bitte. Machen Sie sich keine Gedanken. Aber... Wir haben es eilig, unsere Reise zur Welterneuerung zu beenden. Aber wir freuen uns über Ihre Worte der Dankbarkeit. Dann übernachtet wenigstens hier. Wir werden ein Zimmer im Hotel Frische Brise reservieren. Sollen wir Ihre Gastfreundschaft für eine Nacht annehmen? Ja. Okay. Ach ja, ich liebe die Cutscenes. Das ist schon nicht mehr nur mögen, das ist einfach nur Liebe. Deswegen versuche ich auch überall und immer zu gucken und zu gucken und zu gucken, dass ich nichts verpasse. Könnte das Let's Play ein bisschen in die Länge ziehen, aber irgendwann wird auch dieses Spiel vorbei sein und das möchte ich eigentlich nicht. Vor allem, weil ich noch nicht weiß, ob ich den zweiten Teil ans Laufen kriege, beziehungsweise die Möglichkeit habe, ihn aufzunehmen. Warte mal, jetzt... Warte mal, Asgard habe ich. Luin habe ich. Jetzt wollte ich zur Menschenfarm. Die Menschenfarm war da oben, ne? War die da oben irgendwo? Ich glaube, oberhalb von Luin. Da ist der Lake Umasi. Zu dem wir sicher auch noch kommen werden, aber da oben zur Menschenfarm geht's. Und ich speichere aber mal, weil hier auf dem Feld können... Machen wir mal einen neuen. Hier auf dem Feld können wir ja speichern. 2-1 ist unfair. So. Asgard Farm, auf geht's. Was? Ich kann es einfach nicht glauben, dass Exvius aus den Leben der Menschen gemacht werden. Ich hatte so etwas im Gefühl. Was im Gefühl? Als ich die Kraft meines Exvius spürte, fühlte es sich warm und sanft an. Das war Marble, die mir ihre Kraft geliehen hat. Ich bin sicher, auch deine Mutter wacht die ganze Zeit über dich, Lloyd. Meinst du das wirklich? Ja. Yeah. Ach, wie süß. Was haben wir denn hier? Das ist der Stein, von dem Pietro gesprochen hat. Scheint so. Wir sollten versuchen, ihn wegzuschieben. Yeah. Es funktioniert nicht. Er bewegt sich nicht. Und Kratos? Dann lass uns die Kugel der Designs einsetzen, die wir von Pietro erhalten haben. Ja, genau. Aber als ich versucht habe, ihn wegzuschieben, hat er sich keinen Millimeter bewegt. Wir müssen los, Lloyd. Yeah. Wir klären das nicht. Wir lassen es einfach im Raum stehen. Was? Wer zum Teufel seid ihr? Gut. Don't get too comfortable. Das sind ja direkt 4. Was soll denn das? Okay, sie ist wieder mit ihren Angel Feathers dran. Gott sei Dank auf den Magier, den wir uns jetzt als nächstes vornehmen werden. So, den hier noch. Und... Bam. So. Jetzt gebt nicht so an. Lasst uns den Grundriss der Farm abrufen. Wie die alles hacken kann. Was? Tetris? Professor, Sie sind fantastisch. Es gibt also auf dieser Seite auch Leute, die Maschinen bedienen können. Auf dieser Seite? Nichts, ich spreche mit mir selbst. Wir befinden uns genau hier. Und Quar sollte sich dort befinden. Und wie sind die zusammenhängend?
Es scheint, wir müssen das Sicherheitssystem deaktivieren, um die Ebene zu erreichen, auf der sich Qua befindet. Sicherheitssystem? Hier. Wenn wir dieses Sicherheitssystem nicht deaktivieren, können wir nicht zu Qua vorstoßen. Was sollen wir also tun? Beruhige dich. Irgendwo gibt es sicher einen Schalter, um das System zu deaktivieren. Hier ist er. Siehst du die beiden Schalter am linken und rechten Ende dieses Durchgangs? Das sind die Deaktivierungsschalter. Okay, deaktivieren wir ihn. Wartet einen Augenblick. Ich zeige euch den Weg, der zu Quars Raum führt. Das Transportband behindert den Durchgang. Um es anzuhalten, müssen wir das Steuerungssystem des Bands außer Kraft setzen. Es ist so gebaut, dass man nicht zum Steuerungssystem gelangt, solange Container auf dem Band stehen. Mal sehen. Um das Containertransportsystem zu justieren. Rain. Verdammt. Sie haben entdeckt, dass ich auf den Computer zugreife. Leute, was sollen wir tun? Die Designs werden jeden Augenblick hier sein. Verdammt. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen, damit wir das System deaktivieren und in Quars Raum eindringen können. Was? Wir teilen uns auf? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wäre gerne in der Gruppe, die hinter Quar her ist. Ich auch. Und ich auch. Colette, bitte treffe uns die Wahl. Also nun. Ich überlasse es Lloyd. Ja, was mir? Ich weiß, du wirst uns gut einteilen. Er hört nur auf seine Institution. Er hört nur auf seine Intuition und seinen Instinkt. Was soll das denn jetzt schon wieder bitte heißen? Egal, ich werde also die Teams zusammenstellen. Ich übernehme Qua, ich möchte meine Mutter rächen. Okay. Warte mal. Wir brauchen je einen Heiler. Also, Rain geht... Warte, ja, ich weiß. Ich nehme ihn mit. Und... Ich glaube, Jean ist. Ja. So. Ja. So. Das wollte ich hören. Okay. Ich versuche es. Was habe ich denn hier voll unbewusst sexistisch alles eingeordnet? Egal. Haben wir halt ein Männer- und ein Frauenteam. So ist gut. Ich versuche das jetzt. Ich werde Qua mit meiner Magie zu Kleinholz machen. Lloyd, lass uns Qua zusammen besiegen. Es ist zu schade, dass ich nicht mitgehen kann. Ich verstehe. Überlass das andere Team mir. Du vertraust mir wohl, wenn du mich in die andere Gruppe steckst. Wir treffen uns in Quas Kontrollraum. Ich hasse es, wenn die Gruppe sich aufteilt. Warte mal. Kiste! Was? Was passiert hier? Lass mich. Priesterhaube? Okay. Sind ja weg. Mist. Später. Warte mal, vielleicht ist die für Genius. Ach, die ist für alle. Ach komm, kriegt aber... Können wir die Baskenmütze jetzt noch irgendwem geben? Nö. Okay. Dann halt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Richtung ist. Wollte ich nur mal anmerken. Aber da hier Kisten sind, die man mitnehmen kann, finde ich das schon sehr gut. Schichtleder und Granulat, okay. Ist das irgendwas? Schichtleder. Schichtleder. Komm, jetzt krieg's. Ach, das hat da. Was ist denn das für eine Gerätschaft da?
Wenn wir es anhalten, verhindern wir, dass die Gefangenen zu Monster werden. Okay. Abstellvorgang läuft. Abstellvorgang beendet. Okay. Was auch immer das jetzt gebracht hat.